Am besten gehen wir von Gotha aus, ist da das? Am besten gehen wir von... falsche Taste, von Gotha aus. Ja, ich bin zwar ganz faul. Wir müssen so viel laufen, dann speichert jeden Meter, der möglich ist. Farings Sinn in diesem Spiel ist höchstwahrscheinlich die Schnapslieferung. Die haben wir aber schon selber zusammen gehabt, die Schnapsmengen. Daher ist wahrscheinlich Faring jetzt für dieses Spiel sinnlos für uns. Naja, macht ja Sinn. Aber okay, immerhin wieder Story drin. Wir wollen jetzt also Lee fragen, ob der Gotha Paladin schickt, damit wir... ja, warum eigentlich? Damit wir... Damit... Nein, wir wollen ja Mythana vereinen. Und... Ich verstehe das immer noch nicht. Um Mythana zu vereinen, müssen wir doch eigentlich Frieden zwischen Taurus und Gorn schließen. Warum brauchen wir Soldaten von Lee? Wollen wir Gorn jetzt quasi töten, oder was? Wie gesagt, da ist Faring, sieht eigentlich ordentlich aus. Wie gesagt, meine Lieblingsstadt in dem Spiel. Aber die hat ja keine Bedeutung. Faring war übrigens früher die Hochburg der Paladine. Ne, Gotha war die Hochburg der Paladine, so. Wo Gorn sich jetzt verschanzt hat. Naja. Ist ja auch nur ein Add-on. Ich denke mal, auch von der Spielzeit her sind wir eigentlich schon relativ bei der Mitte, wenn ich mal so abschätzen darf. Ich denke mal nicht, dass es so lang sein wird. Wobei ich jetzt auch ziemlich gezielt die Story spiele. Ich könnte jetzt auch zum Beispiel verrückte oder seltsame, was war das nochmal? Bisons jagen. Die eine Quest mache ich ja auch nicht. Also ich spiele das Spiel wirklich relativ grob. Sei mir mal verziehen. Dafür werden wir dann Gothic 4 ein bisschen gründlicher spielen. Steht übrigens auch schon vor mir im Regal. Noch nie auf PC gespielt. Ich habe das auf Xbox gezockt. Aber das Let's Play selber wird dann vom PC vonstatten gehen. So, da mal wieder Vanguard. Wir brauchen unbedingt die Teleport-Rune. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Jetzt soll mir mal jemand erklären, seit wann wir schwere Truhen knacken können. Sinnlos irgendwie, oder? Ja, das ist eine Waffe für Jagd geschickt. Also interessant für Leute, die mit Bogen kämpfen. Oh, Leute, Gothic 2. Oh, das Spiel ist so schön. Da müsst ihr eigentlich mal ein Re-Let's Play machen. Ist noch gar nicht so lange her, aber trotzdem. Einfach nur aus Lust und Laune raus. Spiel ist so schön. Gothic 2. Ich denke gerade daran, sich auf Bogen zu skillen und dann mit einem Degen zu kämpfen, wenn die Gegner rankommen. Oh, waren das noch Zeiten, Leute. Naja. Das Let's Play ist ja schon vor einem guten Jahr beendet worden, leider. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Naja, jetzt sind wir bei Gothic 3 Götterdämmerung. Halt! Kein. Hallo, ich habe was Wichtiges mit Lee zu bereden und muss ihn unbedingt sehen. Er hat im Moment genug damit zu tun, die Leute zu beruhigen. Was ist denn los? Hast du es noch nicht gehört? Seit 2 Wochen geht eine seltsame Krankheit um, die die Leute in Angst und Schrecken versetzt. Ich bin nicht von hier. Was ist das für eine Krankheit? Die Leute verfallen immer wieder kurze Zeit dem Wahnsinn. Eine wirklich üble Sache. Ja, allerdings. Vielleicht kann ich euch helfen. Weißt du sonst noch was über die Krankheit? Nein. Aber wir sind auf der Suche nach einem Mann, der vielleicht mehr wissen könnte. Wie heißt er? Mark. Er ist ein ehemaliger Soldat. Wenn du uns bei diesem Problem hilfst, wird dich Lee sicher gern empfangen. Spür Mark in Adea auf und finde heraus, ob er etwas über die Sache weiß. Okay. Mit diesem Mark reden. Über das Artefakt? What? Was für ein Artefakt? Ich will den Teleportstein nach Vanguard. Ist das so schwer? Ich will den wirklich haben. Ich habe keine Lust, von Adia wieder den ganzen Weg zu laufen. Ist an sich ja nicht schlimm, das Spiel läuft ja gut und so weiter, aber das muss doch nicht sein. Zu schwer. Ja, eigentlich ist alles zu schwer für dich. Du kannst aber auch andere Sachen knacken, dann kannst du das auch machen.
Lecker, lecker, lecker. Wie gesagt, das Spiel ist echt seltsam. Na, jetzt müssen wir da durch, Leute. Das Let's Play abbrechen, das können wir vergessen. Ja, sonst müssen wir nach Ardea, von Ardea nach Vengard. Das ist echt blöd. Mann. Wo kann man denn so einen Teleportstein verstecken? Hier oben auf dem Turm vielleicht? Hier? Nein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Lass mich in Ruhe. Zu schwer. Zu schwer. Seltsames Spiel. Sehr, sehr seltsames Spiel. Kauft es euch, Leute. Kauft es euch, um die Story zu beenden von Gothic 3, vom Helden. Ja, für mich ist das von extremen Wert, weil... Komm schon, Held, du kannst da durchspringen. Ich wollte schon fast sagen. Wie gesagt, für mich ist das Spiel von extremen Wert, weil hier die Story von unserem alten, namenlosen Helden beendet wird, bevor in Gothic 3... Ach, Gothic 3. Arcania Gothic 4 schließlich die Story des neuen, namenlosen Helden beginnt. Daher gab es auch auf jeden Fall dieses Let's Play hier von mir. Ich zweifle auch nicht an die Sinn, an den Sinn dahinter, denn wie gesagt, für mich war es halt relativ wichtig, dieses Spiel auch zu spielen. Damit ihr auf jeden Fall die Story quasi beendet habt, bevor wir damit Gothic 4 anfangen. Ich will euch ja nicht in eine Story reinwerfen, wenn ihr nicht mal den Vordergrund gesehen habt. Das Add-on Fall of the Tarif wird es dann auch bei mir geben, von Gothic 4 das Add-on. Das muss ich mir allerdings noch kaufen. Ein Ogre steht da wieder grundlos rum, da links auch noch. Und naja, ist mir egal, wir laufen einfach. Überall hier Ogre. In Gothic 4 gibt es übrigens später eine coole Rune. Hier gibt es ja die Runenmagie nicht mehr. Die wurden ja durch die Orks im dritten... Quatsch. Doch, in Gothic 3 wurde die Rune... Ach du Scheiße, Magier. Durch die Orks wurde die Runenmagie in Gothic 3 ja zerstört. In Gothic 4 gibt es die wieder. Frag mich nicht warum, es ist so. Ich zähle gerade nur Fakten auf. Begründen kann ich es auch nicht so genau. Und ja, da gibt es dann später eine coole Rune, mit der wir unbegrenzt sprinten können. Wer bist denn du? Wache Severin. Um dich ist es nicht schade. Das war's für dich, Mistvieh. Wölfe können noch gar nichts mehr. Zwei Schläge mit unserem Schwert. Gut, gehen wir mal Mark suchen. Ich meine, der wäre hinten gewesen. War das der Typ, der schreckhaft war? Der war auch sehr verdächtig. Bürger. Ich meine, der wäre hier gewesen. Bürger. Mark. Hey, Mark. Gib mir das Artefakt wieder, du verfluchter Sohn eines Orks. Was? Das Artefakt. Das Artefakt, das Artefakt. Wohl nicht dein Tag heute. Verstehe. Ja, jetzt weiß ich natürlich genau, was hier in ADR abgeht. Alles klar. So ist das also mal wieder. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Und zurück nach Vengard. Wenn wir jetzt wirklich nochmal irgendwo hinlaufen müssen, dann kriege ich wirklich die Krise langsam. Wir könnten auch nach dem Teleportstein suchen, aber das sehe ich irgendwie gerade nicht ein. Dann laufen wir lieber ein Stückchen und ich kann dabei weiter über das Spiel abziehen. Was denn? Was wollt ihr denn? Ihr wollt mich doch nur wieder mit eurem behinderten Kampfsystem provozieren, ihr Mistviecher. Ach, da! Der kann einfach schlagen, ist das ein Witz? Er könnt mich mal. Mann, ey. Also, was hat sich das Patch-Team bitte dabei gedacht, ey? Oder ist das jetzt verbuggt? Hab ich jetzt gerade einen Bug-Spielstand hier, dass dieses Kampfsystem so
Abzös, unfair ist. Boah, ist das weit weg. Ein Urfi. Krass. Noch ein Urfi. Das Wasser sieht cool aus. Lasst euch von mir nicht stören. Ich bin direkt wieder weg, meine Freunde. Sehen aber schick aus. Naja. Der Wellengang ist cool. Auf jeden Fall. Oh, wow, heilige Schande, ey. Suizidheld. Zu schwer. Zu schwer. Zu schwer. Ich probiere es gar nicht erst, weil ich weiß ja schon, dass es zu schwer ist. So, Ausdauer eben regenerieren. Ah ja, gut, es sind 2-3 Minuten, die wir laufen. Das ist jetzt nicht der Weltuntergang. Hier liegt auch noch die Leiche von unserem Sohn von Roba, der jetzt wohl nicht mehr so ganz der gute Sohn ist. Ah, Schwert hat auf jeden Fall was. Ich will so eine coole Rüstung haben. Na gut, ich finde aber diese Lederrobe, die wir anhaben aus dem unbekannten Land, sieht auch ganz cool aus. Also von mir aus können wir die auch das restliche Spiel lang haben, wenn das Spiel dann irgendwann mal endet. Ich meine, hier gäbe es auch so eine Art Endgegner. Hier gäbe es auch, oder? Hier würde es auch eine Art Endgegner geben, sagen wir es mal so. Halt! Kein... Ist dieser Mark wirklich so schwer zu finden? Ich hätte mehr von dir erwartet. Hast du was rausfinden können? Nein, der Kerl scheint nicht ganz richtig im Kopf zu sein. Er hat die ganze Zeit was von einem Artefakt gefaselt. Ein Artefakt? Ja, er hat die ganze Zeit danach geschrien. Die Krankheit muss auch ihn erwischt haben. So langsam ergibt alles einen Sinn. Was kannst du mir über diesen Mark sagen? Er war früher ein guter Soldat, aber mit der Zeit begann er, nebenbei mit allem möglichen Zeug zu handeln. Sumpfkraut, Schnaps, Artefakte. Was ist dann passiert? Er war für das Scheitern einer Mission verantwortlich, weil er einige seiner Leute zum Schutz einer großen Artefaktlieferung abgezogen hatte. Seine Männer waren nicht mehr rechtzeitig zur Stelle und so mussten wir vor dem Gegner flüchten. Wir haben an dem Tag viele gute Leute verloren. Das hat ihm 2 Wochen im Knast eingebracht. Man hätte ihn hinrichten sollen. Warum ist er so glimpflich davongekommen? Die Schuld für das, was er getan hatte, lastete schwer auf ihm. Außerdem wurde er sehr krank, also hat ihn Liebe gnadet. Er ist allerdings vom aktiven Dienst in Ardea für ein Jahr ausgeschlossen. Wie lange ist das her? 3 Wochen. Was ist mit seinen Leuten? Wurden sie auch bestraft? Naja, in gewissem Sinne schon. Sie sind alle verrückt geworden. Was ist? Wann ging das mit der Krankheit hier nochmal los? Vor etwa 2 Wochen. Der erste Fall könnte aber auch noch länger zurückliegen. Also etwa zur selben Zeit, als die Artefakte in die Stadt gebracht wurden. Marks Leute wurden verrückt und er wurde krank. Hör zu, ich glaube, eines der Artefakte ist für diese Vorfälle verantwortlich. Es ist vermutlich verflucht. Du könntest recht haben. Verdammt. Wenn ich den erwische, der dafür verantwortlich ist, dann... Warte deine Drohung für später. Jetzt müssen wir erstmal das Artefakt finden. Du hast recht. Aber wie? Wir sammeln einfach sämtliche Artefakte in der Gegend ein. Das schaffen wir nicht. Die meisten unserer Leute sind für die Verteidigung der Stadt eingesetzt. Der Rest ist in der Stadt unterwegs und hält nach Neuerkrankten Ausschau. Kannst du die Sache nicht für uns erledigen? Naja, ich kann die Stadt wohl schlecht im Stich lassen. Ich kümmere mich drum. Danke, Mann. Weißt du, wo die Artefakte jetzt sein könnten? Vermutlich in der Gegend zwischen Ardea und Vanguard. Gut, verstanden. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Nein, mein Mikrofon ist nicht kaputt. Ich überlege gerade, ob ich das Spiel ausmachen soll und keine Ahnung. Ich bin gerade wirklich fassungslos, was die hier für ein Spiel produziert haben. So. Bring die Artefakte zwischen Ardea und Vanguard. In der Quest steht dann, bring die Artefakte aus Ardea. Wo muss ich jetzt hin? Fragezeichen. Ursprünglich habe ich das Ganze so verstanden, dass die ganzen Artefakte in der Stadt Vanguard sind und die patrouillierten
patrouillierenden Soldaten, die dabei haben, das ist mir schon ordentlich auf den Senkel gegangen, weil ich keine Lust hätte, die ganze Stadt zu durchsuchen. Und jetzt finde ich heraus, dass die irgendwo zwischen ADR... Also Leute, habt ihr sie nicht mehr alle, oder was? Hallo, ich suche nach Artefakten. Ah, da sind die neuen Gegnertypen. Troglodyt. Da sind die neuen Gegnertypen. Vielleicht sind die an der Höhle, die Artefakte. Nahkämpfer, das ist gut. Komm her. Troglodyt. Das ist ein Misch aus dem Ork und Menschen. Frag mich nicht. Der stöhnt auf jeden Fall ganz schön laut und das nervt mich gerade ein bisschen. Hört sich ein bisschen an wie eine Schlange. Sind die Artefakte hier in der Höhle? Spielen wir das Spiel jetzt auf die Art und Weise oder was? Die ganze Sippe da drin, was ist das denn? Das soll mir mal einer erklären. Alter, was machen die für Geräusche? Ist ja furchtbar. Meine Herren. Troglodyt. Erinnert mich an Aldehyde in Chemie. Nein! Ah, ich bin gerade einen Schritt zurückgegangen, hab das gesehen, aber nicht weit genug. Also die scheinen wir tatsächlich mit Nahkampf gut besiegen zu können. Wir müssen also nur einen ausschalten. Die zucken wenigstens noch zurück im Gegensatz zu Goblins oder weiß der Geier was, wie meine alte Deutschlehrerin sagen würde. Boah, furchtbare Frau. Entschuldigung. Entschuldigung, nein. Sie war eine nette Persönlichkeit. Ich will jetzt hier in meinen Videos nicht über Real-Life-Leute ablästern. Ich meine, man redet nicht über Leute, wenn sie es nicht hören können. Das sollten sich auch einige Lästermäule und überwiegend unter den Mädchen mal unter die Nase schreiben. Man lästert nicht über Leute, wenn die nicht dabei sind. Ihr könnt mir gerne ins Gesicht sagen, dass ich eine merkwürdige Persönlichkeit bin, aber hinterm Rücken sagt man sowas nicht. Ja, die sind echt komisch. Die haben ein komisches Kampfverhalten. Ich analysiere ja gerade die neuen Gegner. Ich hoffe, ihr merkt das schon. Oh, hey, du bist so behindert! Was machst du denn? Heilige Schande, ey. Zieht er dreimal das Schwert und steckt's wieder weg. Den hat man auch ins Hören geschissen, auf Deutsch gesagt. Entschuldigung. Ja, ich muss sagen... Naja, der neue Gegnertyp ist ja ganz lustig. Ich versuche gerade das Spiel wieder schön zu reden, aber es funktioniert nicht so richtig. Und wieder diese Jump-Attacke! Du bist echt eingeschränkt, mein lieber Held. Du bist eine eingeschränkte Persönlichkeit. Naja, gut, der Held ist ja cool. Das Spiel ist nur scheiße. Was ist das denn? Mann, ihr wollt mich echt wieder veräppeln, Leute. Ey. Das ist doch... Das ist nicht normal. Das ist echt nicht normal. Ah. Ich krieg Kopfschmerzen von dem Gestöhne von den Viechern. Neng, 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 knack, knack. Aua. Mann, man kann den gar nicht ausweichen. Die haben eine ganz komische Reichweite. Übelst die billigen Texturen und gehen mir richtig auf die Nerven. Hab eine Kopfnuss für dich. Ist dem egal. So, oh Mann, diese behinderte Sprungattacke, was ist das denn?
versaut mir doch nicht so das Spiel, ihr behinderten Patcher, ey. Schiebe ich die Schuld auf die statt auf die Entwickler. Nein! Oh Gott! Du darfst aufhören zu stöhnen, du bist tot. Oh. Ohne Worte. Troglodyten. Wir haben doch die Keule aufgehoben, die eine, oder? Ja, kräftende Wunden reift. Boah, was war die 3000 wert? Wir lassen einfach zwei liegen, ey. Ich bin auch mal wieder ein Idiot. Naja. Eins. Das könnte ja ganz lustig werden. Wenn der Lurker schnell stirbt und der Troglodyt sich auch nicht so schlau anstellt, was er nicht tut. Sind hier jetzt die Artefakte? Nein. Zu schwer. Lass dir doch die Artefakte sein. Ihr blöden Troglodyten. Mann, es hätte doch gut gepasst, dass das die sind. Die Verfluchten und... Ich guck nochmal lieber nach. Ich habe keine Lust, die jetzt übersehen. Nein. Ich lege die ja hier irgendwo hin. Würde ich auch noch... würde ich denen ja auch noch zutrauen. Haben wir einen Zauber, um eine Truhe aufzumachen? Natürlich nicht, schätze ich mal. Den nehmen wir uns für den Endgegner auf. Was war das denn? Oh, geil, gesegnet, plus 10 Schaden. 160. Schön. Gut, wir speichern mal eben, Leute. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hier wieder und werden dann hoffentlich das Spiel beenden. Man weiß ja nie. Also Leute, bis zum nächsten Mal.